willkommen zu einer weiteren Episode über das Hexennest von Lemgo. Die Rechnung des 78-jährigen Dr. Kerkmann, die Witwe Böndel noch eine ganze Weile auszuquetschen, um so ein gesamtes Netzwerk aus potenziellen Hexen, Zauberern und Teufelsverbündeten trockenlegen zu können, geht nicht so ganz erfolgreich auf, wie der alte Stadtrat es sich ausgemalt hatte. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass die geschundene Frau nach all den Wochen im Kerker zunehmend den Kontakt zur Realität verlor. Das aber machte sie wiederum apathisch gegenüber ihrer Situation. Und das rächte sich für Kerkmann, denn die Witwe begann, ihre Aussagen komplett zu widerrufen. Man mochte sie erneut foltern und sich erneut die Namen geben lassen. Schließlich galt sie zu diesem Zeitpunkt als die mitschuldige Kronzeugin des gesamten Lemgoer Teufelskults. Doch die Tatsache, dass sie nur einen Tag später all ihre Aussagen widerrief, brachte für Kerkmann eine Menge Sand ins Getriebe. Denn wie gesagt, bestand hier ein gewisser Anspruch darauf, die Prozesse lupenrein zu halten. Und das Widerrufen der eigenen Bekenntnisse konnte man eben nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Das sah die Prozessordnung so vor. Und auch die anwesenden Prediger, die als Zeugen der Prozedur fungierten, konnten diese Tatsache nicht ignorieren. Gisela Wilberts erklärt allerdings, dass man das Widerrufen der Aussagen unter Folter damals nicht als die Korrektur einer Falschaussage deutete, sondern als einen deutlichen Hinweis darauf, dass die gerichtete Person erneut von dem Geist des Teufels ergriffen wurde. Der Weg führte da also stets wieder zurück an die Folterbank. Ich lese dazu Karl Mayer aus seinem Buch Hexer, Henker und Tyrannen. So begaben sich zu Anfang Oktober, nachdem die Frau bereits 8 Wochen im Gefängnis der Regenspforte gesessen, die Deputierten wieder einmal zu der Böndelschen. Wie mag sie vor Angst gezittert haben, als ihre Richter und Henker über die Schwelle des Kerkers traten? Wie hat sie gefleht um den Tod, den man ihr noch immer nicht gönnte? »Das habt ihr selber in Schuld, dass wir noch nicht zu eurer Verurteilung kommen können«, schnauzte der feiste Kuckuck sie an. »Warum seid ihr nicht beständig geblieben in euren Aussagen? Wir müssen euch wiederum mit der scharfen Frage angreifen, damit wir endlich einmal die Wahrheit hören.« Die Frau entsetzt sich, ihre Glieder beben. »Ich bleibe bei allem, was ich bekannt habe«, ruft sie. Ärgerlich schüttelt Kuckuck den Kopf. »Nein, nein, so allgemeine Reden genügen uns nicht. Namen wollen wir hören, die Namen von denen, die im gleichen Ratschlage gewesen. Die Schönstarkische hat diese Namen bereits genannt. Wir wollen sie auch von euch wissen.« Als sie sich sträubt, Unschuldige zu nennen, packt Meister David sie auf den Wink Kuckucks und bindet ihr die Hände auf dem Rücken. Der Flaschenzug wird eingehakt. Sie wird mit rückwärts verrenkten Armen aufgezogen. Die Höllenpein raubt ihr sofort die Besinnung. Sie schläft ein, wie es im Protokoll so sanft heißt. Als sie erwacht, bekennt sie Ehebruch, Vergiftung und Kindesmord. Man will anderes von ihr wissen und fragt sie mit deutlichem Hinweis auf den Prediger Koch, ob es auch unter den Geistlichen der Altstadt rein sei. Erstaunt fragt sie, ob man etwa auf Herrn Andreas ziele. Höhnisch lachen die Herren auf. »Ihr müsst das ja am besten wissen«, grinst Kuckuck sie an. Und unfähig, die Zerreißung ihrer Glieder länger zu ertragen, bekennt sie, dass sie den Prediger das Zaubern gelehrt habe. Wie die Herren befriedigt davongehen, ruft sie ihnen flehentlich nach. »Ach, lass doch Herrn Andreas so lange zufrieden, bis ich tot bin, und helft mir doch um Gottes Willen und seines lieben Sohnes Willen endlich davon.« In der Nacht darauf jammerte die Frau ohne Unterlass so herzzerbrechend, dass andertags ihre Wärter erklärten, sie könnten es nicht länger bei ihr aushalten. Am selben Tage widerrief sie alles, was sie auf der Folter ausgesagt hatte. Die Herren gerieten in Verlegenheit und baten die Rintelner Juristen um weitere Rechtsbelehrung. Diese bekamen plötzlich Bedenken. Nachdem die Folter bereits 2-mal angewandt war, einmal sogar durch Aufziehen an der Leiter, also im 3. Grade, erschien ihnen eine 3. Tortur wider Recht und Gesetz. Wieder gesetzlich war freilich schon die 2., aber die Lemgoer und nicht nur sie halfen sich da immer mit der Ausrede, es handle sich gar nicht um die 2. Folter, sondern um eine Fortsetzung der 1. So blieb den Torturherren nur noch die Drohung mit der Folter. Hilmar Kuckuck schrie die Frau an: »Du Teufel, du ehebrecherische Hure, willst du uns Händel machen? Der Lehrer Beschoren ist mit glühenden Zangen zerrissen worden und mit dir soll es noch ärger werden.« Aber die Böndelsche blieb bei ihrem Widerruf. »Alles, was ich auf dem Turm ausgesagt, ist aus Pein geschehen. Ich bekannte nur mich selber schuldig der Zauberei und dass ich es die Sylstätten gelehrt. Der Herr Andreas ist so unschuldig wie Christus am Kreuz.«
Kerkmann war in diesem Augenblick vielleicht ein wenig zu gierig nach Namen gewesen. Es wäre vielleicht besser für seine Pläne gewesen, wenn er die Witwe bereits Wochen zuvor hingerichtet hätte. Gisela Wilberts hält einen Zwischenfall fest, der auf den ersten Blick von geringer Tragweite erscheint, doch für die weiteren Ereignisse von großer Bedeutung ist. Ich lese hierzu: Am 7. Oktober saß Bartholdus Krieger, Secretarius Adjunctus der Stadt Lemgo in Detmold, wo er dienstlich zu tun hatte, im Wirtshaus und wollte zu Mittag essen, als draußen Dr. Arnolds Brute erschien und ihn vor die Tür fordern ließ. Sprute war der Sohn erster Ehe der Witwe Böndel, Advokat und Verteidiger seiner Mutter. Auf der Straße machte er Krieger lautstark eine Szene, wie man dazu käme, seine Mutter ungebührlich zu traktieren und sie dreimal auf Pastor Andreas Koch foltern zu lassen. Der Lärm machte die anderen Gäste des Wirtshauses neugierig. Sie kamen an die Fenster, um zu sehen, was draußen los war. Die Bauersleute vom Land, die gerade zur Sitzung des Go-Gerichts wollten, liefen herbei. Sie verstanden zwar nicht, worum es eigentlich ging, amüsierten sich jedoch köstlich über die beiden Kampfhähne. Die Version, dass man die Böndelsche wegen Andreas Koch dreimal gepeinigt habe, war inzwischen auch nach Blomberg gedrungen, denn der dortige Pastor Levin Theopold, ein Studienkollege von Andreas Koch, sprach auf dem Markt zu Wilbasen einige Lemgoer deswegen an. Schaut man in die Prozessprotokolle, so traf diese Version allerdings nicht zu. Der Name, um den es in mehreren Verhören immer wieder ging, war nicht der von Andreas Koch, sondern, ich erwähnte es schon, der des herrschaftlichen Vogts Hermann Gröne. Dies wusste auch Sprute sehr genau, denn als Bürgermeister und Rat am 13. Oktober Staatssekretär Berner zu ihm schickten, um ihn wegen des Auftritts in Detmold zur Rede zu stellen, bezog er die von seiner Mutter in dreimaliger Folter erzwungenen Besagungen auf Hermann Gröne. Ebenso drei Tage später, als er gewaltig auf die Akzisestube im Rathaus stürmte, wie Zeuge Hermann Knöpchen aussagte, und dort schrecklich herumschrie, sodass ihn selbst der Schwager Dietrich Adolf Kleinsorge kaum beruhigen konnte. Andererseits gab Sprute in einem Brief an Andreas Koch zu, dass er in Detmold von ihm gesprochen habe. Warum dieses widersprüchliche Verhalten? Aus welchem Grund nannte er in Detmold Andreas Koch, obwohl er wusste, dass seine Behauptungen in Wahrheit für Hermann Gröne zutrafen? Scheute er sich, den Namen des offenbar beim Landesherrn sehr angesehenen Vogt zu nennen, was schon für seine Mutter der Grund war, die Besagung auf ihn zu widerrufen? Wollte er die Haltlosigkeit ihres Geständnisses dadurch beweisen, dass er es auf einen Pfarrer bezog, der doch eigentlich aufgrund seines geistlichen Amtes unmöglich ein Hexenmeister sein konnte? Oder wollte er Sympathien für diesen erwecken durch die Absurdität einer solchen Beschuldigung? Wie auch immer, die Folgen für Andreas Koch waren fatal. Zwar ist anzunehmen, dass man auf längere Sicht ohnehin gegen ihn vorgegangen wäre, doch zum damaligen Zeitpunkt stand dies in keiner Weise fest. Ob man etwas gegen ihn unternehmen wollte und falls ja, was, darüber hatte man in Lemgo noch keinerlei Beschluss gefasst. Nun aber, nachdem der Name des Predigers in aller Öffentlichkeit gefallen war, stand Lemgo in Zugzwang. Darauf musste man reagieren. Ganz Unrecht hatte Bürgermeister Heinrich Kerkmann also nicht, wenn er Arnolds Brute für das Verfahren gegen Andreas Koch mitverantwortlich machte. Zu einem unnötig frühen Zeitpunkt brachte Brute eine Lawine ins Rollen, die durch nichts mehr aufzuhalten war, und vielleicht nahm er ihm dadurch einige Möglichkeiten, rechtzeitig Verteidigungslinien aufzubauen und Verbündete zu suchen. Das ist also eine ungewöhnliche, nicht ganz leicht zu verstehende Situation. Aber natürlich muss man auch sehen, dass ein Mann hier in höchstem Maße verzweifelt um das Leben seiner Mutter kämpft. An diesem Punkt gar nicht mehr im Sinne einer Errettung, sondern um endlich der Qual und der Demütigung ein Ende zu setzen und einen Gnadentod durch das Schwert zu erreichen. In der Zwischenzeit hatte Kerkmann bei der Juristischen Universität zu Rinteln ein Gutachten bezüglich des Predigers Andreas Koch beantragt. Der Hexenjäger war offensichtlich verunsichert, wie er bei all den Hinweisen auf einen Priester verfahren soll. Er wollte sich durch ein Gutachten in seiner weiteren Vorgehensweise absichern. Am 24. Oktober 1665 hielt er das Resultat in der Hand. Und dies öffnete ein gänzlich neues Kapitel der Lemgoer Hexenverfolgung. Bereits Wochen davor begannen sich die Wolken über Andreas Koch, dem Prediger der St. Nikolai-Kirche, zu verdüstern.
Dieser hatte verstärkt gegen Sauferei gepredigt und dies stieß einigen Beamten eher auf. Der etwas spekulative Gedanke drängt sich auf, dass kontroverse Persönlichkeiten wie Kerkmann oder Kuckuck angesichts der Dinge, die sie seit Jahren taten, massive Alkoholiker waren und darum wenig Geduld mit dem moralischen Zeigefinger eines Pfarrers besaßen. Ich möchte ein wenig aus Gisela Wilberts Aufsatz über Andreas Koch lesen und anhand seiner Biografie die einzigartige, geradezu befremdliche Situation in Lemgo sichtbar machen. Die Kochs wohnten bereits seit mehreren Generationen in Lemgo. Die Herkunft des Großvaters Hermann ist bisher nicht geklärt. Doch gehörte er wahrscheinlich jener Familie an, die seit dem 14. Jahrhundert in Lemgo ansässig war, Bürgermeister und Ratsherren stellte und sich vielfältig mit den anderen Honoratiorenfamilien verband. Der Vater Hermann Koch, verheiratet mit der Tochter Anna des Ratskämmerers Heinenkamp, war seit 1609 Lektor am Lemgoer Gymnasium. 1611 wurde er zum Pfarrer an St. Nikolai gewählt, anstelle des verstorbenen Johann Feldmann. Dessen Tochter Anna Feldmanns, verwitwetes Brute, verwitwete Bündel, ist ja hier im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Andreas Koch war das fünfte Kind des Pfarrer-Ehepaares Koch und wohl 1619 geboren. Als der Vater 1632 in Lemgo das Bürgerrecht erwarb, ist der 13-jährige Andreas zum ersten Mal genannt. Damals ließ der Lemgoer Rat bereits seit 4 Jahren Hexen brennen und sollte damit noch weitere 5 Jahre fortfahren. Andreas Koch war also alt genug, um sich bewusst daran erinnern zu können. Ob er wie seine Brüder das Lemgoer Gymnasium besuchte, wissen wir nicht. 1641 schrieb er sich als Student an der Universität Rostock ein. Rostock, wo es 2 Generationen zuvor der Lemgoer Ernst Kottmann zum Professor und zuletzt zum mecklenburgischen Kanzler gebracht hatte, war ein bevorzugter Studienort der jungen Hansestädter. Auch die späteren Schwäger Johann Kemper, Bernd Grabbe und Arnolds Brüte immatrikulierten sich dort. Andreas Koch ist also jemand, dessen Familie unentwegt am Schnittpunkt der verfeindeten Kräfte in Lemgo sitzt. Einerseits ist er mit Johann Kemper verschwägert und mit Johann Heinrich Grote verwandt, die beide treue Gefolgsleute der Hexenjäger sind. Auf der anderen Seite ist er mit Bernd Grabbe und der Kleinsorgefamilie verwandt, die wiederum zu den prominentesten Gegnern von Kerkmann und Konsorten wurden. Er ist auch der Vormund der Tochter von Witwe Böndel. Andreas Koch war alles andere als ein erbitterter Gegner der Hexenverfolgung. Genau genommen ist er in die Sache durch das Zutun anderer hineingerutscht. Wir haben übrigens in der letzten Episode über den Prozess gegen den Schullehrer Hermann Beschoren gesprochen, der sogar den Landesherren Graf Hermann Adolf auf den Plan brachte, dem es dann mit der Hinrichtung des Lehrers gar nicht grausam genug gehen konnte. Andreas Koch hatte in 1654 das Haus des hingerichteten Ehepaars erworben. Kaum die Vorgehensweise eines Mannes, der da an der Seite der Unschuldigen und Verunglimpften steht. Natürlich neigt die stets vereinfachende Zeit dazu, Andreas Koch als eine Art rebellischen Pfarrer zu stilisieren, der sich gegen die mörderischen Stadträte empörte und dafür auch sein Leben gab. Doch Andreas Koch eignet sich nicht so ganz zum Märtyrer. Aufsehenerregend ist sein Fall auf jeden Fall, denn er demonstriert den kompletten Kontrollverlust der Hexenjäger, die an diesem Punkt kaum noch Hemmungen zeigten. Und die Sache war durchaus sehr skandalös. Doch es ist auch wichtig zu verstehen, wer Andreas Koch war und dass sein Schicksal nicht seiner Schneid als Wortführer Christi zuzuschreiben ist, sondern einer für damalige Verhältnisse typischen Verkettung aus willkürlichen und außer Kontrolle geratenen Ereignissen. Immerhin sollte man Andreas Koch zugutehalten, dass er bereits während der Hexenprozesswelle 10 Jahre zuvor durchaus von nagenden Zweifeln an den Verfahrensweisen ergriffen war. Etwas, das ihn von seinem Schwager, Kollegen und wohl auch Freund Johann Kemper unterschied. Gisela Wilberts schreibt dazu: Zu den weiteren Beschuldigten des Jahres 1654 gehörte die Pastorentochter Anna Feldmanns, verwitwetes Brute, verwitwete Böndel, eine reiche und angesehene Kauffrau. Hier handelt es sich also um diese Prozesse gegen Witwe Böndel, die 10 Jahre zuvor stattgefunden haben, also 10 Jahre vor unseren Ereignissen hier. Zur Klarheit.
Andreas Koch kannte sie vermutlich schon sehr lange. Man hatte gesellschaftlichen Umgang miteinander, nicht zuletzt deshalb, weil der Pfarrer von St. Nikolai der Vormund ihrer Tochter war. Besagt wurde die Böndelsche damals unter anderem von Dorothea Twellmanns, Ehefrau des Pastor Emeritus Hermann Müller. Bei der Bestätigung ihres Geständnisses waren auch Andreas Koch und Johann Kemper zugegen. Als Dorothea Twellmanns aussagte, ihr seien auf dem Hexentanz die Augen verblendet gewesen, hackte Andreas Koch nach, wie sie denn jemanden habe erkennen und als Hexe identifizieren können. Er wiederholte die Frage, erhielt jedoch keine Antwort. Offenbar befielen ihn damals erste tiefe Zweifel. Auf dem Nachhauseweg, so heißt es, habe er mit Kemper darüber einen weitläufigen Diskurs gehabt und ihm anvertraut, dass dieses und dergleichen ihn mittlerweile sehr perplex machten, dass er bei seinem Amtsbruder Kemper am wenigsten Verständnis für seine Zweifel erwarten dürfte, werden wir noch sehen. Explizit gegen die Hexenprozesse scheint Andreas Koch nicht gepredigt zu haben. Doch Karl Mayer merkt an, er hätte in einigen Predigten zu einer gewissen Besonnenheit in dieser Sache gemahnt, etwas, das Kerkmann und die Seinen durchaus geärgert hatte. Das allein hätte niemals zu einer Anklage als Hexer ausgereicht. Und ein wenig erwartete man doch von einem evangelikalen Prediger, dass er die Missstände seiner Zeit anprangerte und dabei sichtlich einen größeren Spielraum besaß als eine rein zivile Person, die sich übermütig die Wut von der Seele redete, wie es im Falle des Gastwirts Rottmann der Fall war, den Kerkmann deshalb schon eine Weile im Visier hatte. Pfarrer Kochs Moralisieren ging den Ratsherren dennoch ziemlich auf die Nerven und so begannen sie daran zu arbeiten, ihn aus dem St. Nikolai in den Ruhestand zu versetzen. Allein das war durchaus eine kontroverse Angelegenheit und die Tatsache, dass die verhörte Ilsebein Berners Schönstocks und die Witwe Anna Feldmanns Böndel den Pfarrer wie auch seine Frau Elisabeth Pöppelmann mehrfach angeschwärzt hatten, wurde hier zu einem hilfreichen Vorwand, die Sache auf den Weg zu bringen. Gräfin Witwe Maria Magdalena zu Schwallenberg, mit der Andreas Koch in Korrespondenz stand, hatte wohl durch Zufall erfahren, dass da etwas im Busch lag und hatte ihn in einem allerdings recht kryptisch gehaltenen Brief gewarnt. Doch scheint der 46-jährige Pfarrer den Wink nicht zu verstehen. Ich lese wieder einige Zeilen von Gisela Wilberts. Im Bewusstsein seiner Unschuld und überzeugt davon, dass er immer nur die Pflichten seines geistlichen Amtes erfüllt habe, konnte er sich offensichtlich nicht vorstellen, dass er ernsthaft in Gefahr geraten könnte. Deshalb fiel er aus allen Wolken, als am Nachmittag des 24. Oktober Staatssekretär Berner mit den Ratsherren Engmann und Sievert in seiner Studierstube erschien und ihm verkündigte, er sei seines Amtes enthoben und habe sich fortan des Predigtstuhls zu enthalten. Sprachlos und bestürzt waren auch Magister Johann Kemper und Magister Johann Justus Alberti von St. Marien, als sie auf der Konsistoriumssitzung erfuhren, was gegen ihren Amtsbruder beschlossen war. Kemper, als Pastor Seniorsprecher der Lemgoer Geistlichen, machte nicht einmal den Versuch zu protestieren. Als die beiden Pfarrer sofort anschließend mit ihrem Kollegen Magister Daniel Ludovici von St. Marien, der an der Stiftung des Konsistoriums nicht hatte teilnehmen können, beratschlagten, sah sich Kemper auf einmal in der Minderheit. Alberti und Ludovici waren mit der Absetzung nicht einverstanden, so dass sich alle drei nochmals zum Rat begaben und um ein glimpflicheres Mittel als die Amtsenthebung baten. Aber es war zu spät. Der Staatssekretär und die beiden Ratsherren waren inzwischen schon bei Andreas Koch gewesen und hatten ihren Auftrag erledigt. Auch in der Folgezeit waren es Alberti und Ludovici, die für ihren bedrängten Kollegen Partei ergriffen. Am mutigsten war Johannes Justus Alberti. Obwohl ihm dies ausdrücklich verboten war, wagte er trotzdem in Anwesenheit der beiden Deputierten des Hexenprozesses, die Böndelsche auf ihre Besagungen gegen Andreas Koch anzusprechen, und er nahm dafür den geballten Zorn, der auf ihn herniederging, in Kauf. Dies war umso mutiger, als seine Schwiegermutter Dorothea Twellmanns bereits als Hexe hingerichtet worden war und nun auch sein Schwiegervater, der alte Pastor Hermann Müller, unter Verdacht stand. Magister Johann Kemper dagegen rührte für seinen Kollegen und Schwager so gut wie keinen Finger. Im Gegenteil, wie die Witwe Böndel, die er bereits nach dem ersten Verhör für schuldig hielt, und wie den Pastor Müller, über den er bemerkte, wird mit ihm wohl auch nicht mehr lang währen, hatte er ihn schon vorverurteilt.
Kein Wunder, dass einzig er beim Lemgo-Rat als linientreu galt und zeitweilig nur er Zugang zu den Inhaftierten hatte. Nun war also Andreas Koch als Prediger entlassen und nutzte diese Zeit dafür, um Appellationen nach Detmold zu schreiben und hierbei auf Gerechtigkeit zu pochen. Seine Wortwahl macht dabei durchaus deutlich, dass er keine Scheu hatte, die Verursacher seiner Entlassung als ideologische Gegner zu benennen. Ich lese hierzu einige Zeilen bei Karl Mayer. Was einem rechtschaffenen Prediger zusteht, schrieb er unter anderem, solches hat erstlich mein Vater selig Alhi über 35 Jahre bis an sein seliges Ende getreulich verrichtet. Nicht weniger ich selber, nachdem ich an meines Vaters Stelle zum Prediger berufen, habe nach meinem geringen Talent mit Strafen und Ermahnen nunmehr bei 18 Jahren fleißig angehalten. Ich habe den Leuten keine Kissen unter die Arme gemacht, noch Pfühle zu deren Häuptern habe ich gegen das tägliche Vollsaufen in Wein, Bier und Branntwein einiger Leute dieser Gemeinde gepredigt. Und obschon hierfür ich und mein Kollege Magister Kemper einstmals von Dr. Kerkmann ohne Zweifel auf Antrieb der bewussten Leute am Rathaus zur Rede gestellt worden, habe ich deswegen nicht nachgelassen, über die Trunkenbolde wehe zu schreien. Dr. Kerkmann und Kuckuck, meine ärgsten Feinde im Rat, haben mich des Amtes entsetzen wollen. Das ist wieder alles recht. Nur das Konsistorium kann einen Prediger absetzen. Die Böndelsche hat man speziell auf mich inquiriert, aber sie hat hinterher alles widerrufen. Die Leute in der Gemeinde aber ärgern sich an all diesem und lassen die Tränen heftig fließen. Ich habe gefordert, man solle doch die Gemeinde einmal zusammenrufen und über mich urteilen lassen. Aber das hat Kerkmann als Rebellion nicht verstatten wollen. Die Appellation wurde erstmal komplett durchignoriert. Die Wut von Kerkmann und Konsorten war noch mehr entbrannt, als sie von diesen Briefen erfuhren. Doch den Priester kurzerhand zu verhaften, traute man sich dann doch nicht. Inzwischen rückte Weihnachten näher. Plötzlich wurde der Geschäftsmann und Gastwirt Rottmann verhaftet. Wir wissen natürlich, dass die Stadträte ihm schon eine Weile auf der Spur waren und ihre durch Folter erzwungenen Beweise gegen ihn sammelten. So hatten sie am 26. Oktober schon Ilsebein Billerbecks, die Frau von Kurt Dohm, verhört und diese hatte ausgesagt, sie hätte Andreas Koch mit Johann Rottmann gesehen, bei einem finsteren Rituale, bei dem der Prediger den Händler mit einem schwarzen Stab krönte. Etwas, das noch im Dezember das Verhör eines gewissen Bernd Toastbahn bestätigte. Kerkmann und seine Assistenten waren unermüdlich. Was am Sommeranfang mit dem 17-jährigen Mädchen Elisabeth, einer Magd aus dem Haus des Buchhändlers Meyer, begonnen hatte, war inzwischen in eine ausufernde Orgie der Gewalt eskaliert. Und Rottmann hinter Gittern, das versprach gutes Geschäft. Er war vermögend und er konnte sich deshalb einen langen Prozess leisten. Lange Prozesse bedeuteten viel Umsatz für alle Beteiligten. Um sein Leben fürchtend, zog Johann Rottmann auch alle Register und bestand auf einem ordentlichen juristischen Beistand. Etwas, was man ihm nicht ausschlagen konnte. So engagierte er den bereits erwähnten Dietrich Kleinsorge, einen der Söhne des etablierten Bürgermeisters von Lemgo, Balthasar Kleinsorge. Und die Kleinsorges galten als Gegner von Heinrich Kerkmann. Am Tag darauf ging ein großes Kapitel des Lemgoer Hexenwahns zu Ende. Die stadtbekannte Anna Feldmanns Brute, besser bekannt als Witwe Böndel, wurde nach Monaten Haft und Folter einen Tag vor Weihnachten in der berüchtigten Sandkuhle an der Klus vor dem Ostertor enthauptet. Für Kerkmann war dies eine Genugtuung und eine grausame Ironie befand sich das berühmte Haus Böndel nur paar Schritte entfernt. Das Schwert führte gewohnt Meister David Klaus, der jahrelang ihr Nachbar war und ihr Vertrauen genoss. Tatsächlich hatte bei den zahlreichen Verhören David Klaus selbst die Folter von Anna Feldmanns durchgeführt und zuvor seinen Knecht weggeschickt, dessen Aufgabe es ansonsten war, die quälende Hand anzulegen. Das lässt den Gedanken zu, dass der Scharfrichter die Demütigung und Schande der Witwe aus persönlicher Sympathie schmälern wollte. Niemand kann in Abrede stellen, dass diese wenigen Jahre zu den seltsamsten Zeiten in norddeutscher Geschichte gehören. Ich konnte keine näheren Details über die Vollstreckung erfahren, doch vermute ich, dass diese Hinrichtung zügig und ohne viel Aufhebens geschah und sicherlich nicht um ein großes Publikum bemüht war. Jener Torbogen, vor dem die Lemgoer Hinrichtungen ausgetragen wurden, existiert heute leider nicht mehr, da er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde.
Doch zum Glück sind in den frühen Jahren der Fotografie einige Aufnahmen dort gemacht worden. Anna Feldmanns stand sichtlich dafür, dass Frauen ihrer Zeit und Region zumindest durch die Verwitwung ihr Eigentum selbst verwalten und somit ein Leben in Selbstbestimmung führen konnten. Sie hatte die Gepflogenheiten ihres Mannes weitergeführt und ihr Haus stand weiterhin den interessantesten Leuten der Stadt für gemeinsame Abende zur Verfügung. Ein Sachverhalt, der Kerkmann, der dort nicht eingeladen war, ein Dorn im Auge war. Genauso wie ihr gelehrter Sohn Dr. Sprute, den der alte Stadtrat nun gehörig um Geld erleichtern konnte, als Kompensation dafür, dass seine alte Mutter nicht qualvoll in Flammen sterben musste. Und für Kerkmann war das Haus Böndel durchaus auch ein gordischer Knoten seiner politischen Gegner, von denen eben viele miteinander verschwägert waren. Obristleutnant Abschlag versauerte zu diesem Zeitpunkt noch immer in einem modrigen Kerker. Es war ein erbärmlicher Auftakt der Weihnachtsfeierlichkeiten. Doch das kommende Jahr sollte genauso schlimm sein.